So, Leute, ich habe es dann endlich mal geschafft, von der Arbeit nach Hause zu kommen. Wir fangen auch direkt an mit den Aufgaben, nämlich zerstöre Gebäude mit Feuer. Ist diese Woche legendäre Aufgabe. Ich zeige euch einfach mal, wo ich hier gelandet bin. Ich bin nämlich genau an dieser Brücke und das hat auch einen Grund. Ihr seht schon, einen Bogen habe ich schon. Dann geht ihr hin, holt euch diese vier Knochen. Zack. So, dann holt ihr euch den Knochen noch. Dann steht hier immer, also wirklich immer, steht hier dieser Kanister, dann gehen wir hin, werten erstmal den Bogen auf den Uhrzeitbogen, dann gehen wir hin, werten in diesem Bogen dann nochmal auf zum Feuerbogen und dann können wir eigentlich schon loslegen. Dann ist es nämlich ziemlich simpel, ihr geht einfach hin, spannt den Bogen komplett durch und zündet einfach alles an. Ist ziemlich easy, dürfte auch jeder von euch hinkriegen, denn mit dem Bogen kannst du halt generell viel mehr Gebäudeteile kaputt machen, als wenn du jetzt nur das Fass, nur den Kanister hier kaputt gemacht hättest. Und wie vielleicht einige von euch auch wissen, selbst Bäume zählen, außer sie haben es jetzt geändert, aber normalerweise haben die immer gezählt. Also solltet ihr beim Obstgarten zum Beispiel sein, hier oben, da ist auch immer ein Fass. Wenn ihr damit die Bäume anzündet, auch ganz easy. Weil dann brennen nämlich einfach alle Bäume drumherum. Und ihr könnt natürlich immer weitere Pfeile finden, ganz simpel in Munitionskisten. Warte mal, springt der auch noch über? Ne, dann hole ich mir den noch, hol mir den noch. Und wie gesagt, die Aufgabe wie immer am besten in Gruppenkeile machen, denn da geht es halt am schnellsten, weil ihr halt noch Teammates habt, die euch eventuell helfen können. Das war jetzt gar nicht so schlimm. Wir brauchen nämlich einfach nur Wald. Wo ist der beste Wald? In Weeping Woods. So, dann gehen wir nämlich noch dahin, dann zünden wir da nämlich ganz schnell noch was an. Und dann müssen wir eigentlich die erste Aufgabe easy geschafft haben. So, wir gehen aber runter in den dichten Wald. Und immer da, wo auch ein Bogen ist, findet ihr nämlich auch Munition. Also wenn ihr irgendwo einen Bogen rumliegen seht, geht dran vorbei, holt euch den Bogen, weil wir haben jetzt 14 Pfeile. Zack, haben wir wieder 20. Zack, haben wir wieder 31. Dann zünden wir hier einen Baum an. Ja, Bäume zählen. Wusste ich doch, dass sie das nicht geändert haben. So, denken wir immer dran, ihr müsst den Bogen halt wirklich durchspannen. Zack. Ah, der Baum, ja, den hätte ich noch nicht mal anzünden müssen. Der wäre auch so gebrannt. Zack. Zack. Ihr seht, ich bin hier gerade den ganzen Wald am Anzünden. Aber so geht es halt wirklich am schnellsten. Wie ihr seht, ich habe jetzt noch 23 Pfeile übrig. Also es geht wirklich ratzfatz eigentlich. Also ich finde die Aufgabe auch ziemlich einfach, aber das Problem, was heißt Problem? Wir haben halt jetzt immer spezielle Wochen anscheinend auch in Fortnite und deshalb gibt es diese Aufgabe. Und jetzt ist erstmal Feuer mit Feuer bekämpfen quasi. Ah, da hinten, der zündet auch alles an. Zack. Zünden wir nämlich noch den Baum an. Gucken, vielleicht treffen wir da hinten noch einen in der Ferne. Weil da geht es natürlich auch am einfachsten. Aber ihr habt jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht schon, ich habe jetzt schon 125 Bäume angezündet, beziehungsweise Gebäudeteile. Ist halt ganz easy. Und so werdet ihr jetzt natürlich auch schaffen. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.